Jazz. Was fällt Ihnen dazu ein? Laue Sommernächte? Fahrstuhlmusik? Launige Kneipenabende? Stilvoller Konzertbesuch? Oder kompliziertes Chaos? Ich bin Saxophonistin und für mich ist Jazz von allem ein bisschen und vor allen Dingen live am besten. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Da sind so 3, 4, 5, 6 Musiker, die haben vielleicht noch nie miteinander gespielt. Die treffen sich, einigen sich auf ein paar Stücke und schon geht's los. Und obwohl sie sich nicht abgesprochen haben und sie keine Ahnung haben, was passieren wird und sie keine Noten vor der Nase haben und alles unvorhersehbar ist, und dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, gelingt es ihnen so, die individuellen Ideen eines jeden Musikers zu integrieren zu einer gemeinsamen musikalischen Leistung, die uns als Zuhörer begeistert oder berührt und inspiriert. Die Musiker schaffen also so einen kreativen Raum, in dem jeder sich und seine Ideen entwickeln kann. Und dieser Raum, dieses Setting, nennt sich Jazz Session. Ich bin Psychologin und arbeite als Coach. Und solch einen kreativen Raum zu gestalten für Entwicklung, für Innovation, für Change, für Teamentwicklung, das ist doch auch meine Aufgabe als Coach. Mein Klient kommt zu mir und will eine dauerhafte Veränderung für sich erreichen. Und dafür braucht es den passenden Raum, den ich schaffe und bereithalte. Und wissen Sie, wie wir dieses Setting nennen? Coaching Session. Zufall. Fakt ist, eine gute Jazz-Session und eine gute Coaching-Session passieren nicht durch Zufall. Ich habe mich damit beschäftigt und 4 unterschiedliche Perspektiven herausgearbeitet, die uns helfen, unsere persönliche Entwicklung mit dem, was wir als persönlichen Erfolg definieren, verknüpft. Und das fängt an damit, dass wir uns die Frage beantworten, wer bin ich und was kann ich und vor allen Dingen, was will ich? Und diese 4 Perspektiven will ich Ihnen heute Abend vorstellen. Und nach jeder Perspektive haben wir ein bisschen Zeit für Ihre Session. Denn ich habe passend zu jeder Perspektive ein Experiment für Sie vorbereitet. Und ich werde Ihnen das Experiment vorstellen, zu jeder Perspektive. Sie lernen also heute 4 Experimente kennen. Und meine Einladung heute an Sie ist, dass Sie sich die alle einmal anschauen, auf sich wirken lassen, vielleicht auch einfach mitmachen und dann am Ende entscheiden, hey, welches dieser 4 Experimente hat mir jetzt so gut gefallen, hat mich so angesprochen, dass ich das wirklich mal zu Hause für mich in Ruhe machen möchte. Ja, dann können wir direkt loslegen. Also, wenn wir jetzt so ein bisschen jammen wollen. Was meinen Sie? Was brauchen wir, wenn wir jetzt hier loslegen wollten zu jammen? Was meinen Sie? Einmal kurz die Hand heben, damit ich sehe. Was brauchen wir? Ja. Instrumente. Wir brauchen Instrumente. Was brauchen wir noch? Instrumente brauchen wir, definitiv. Ja. Musiker. Oh, und Musiker. Genau, sehr gut. Wir brauchen Instrumente und Musiker, das also liegt auf der Hand und da ich nun mal Saxophonistin bin, möchte ich am liebsten mal mit dem Saxophon anfangen. Ich habe Saxophon zu spielen begonnen, da war ich so 10 Jahre alt. Und dann war ich irgendwann Teenager und ich glaube, das war so der Zeitpunkt, wo sich mein Saxophonlehrer dachte, ja, jetzt ist die Zeit gekommen, um sie mal so mit dem echten Jazz in Berührung zu bringen. Und er hat mir eine Platte, ein Album geschenkt von John Coltrane. Und er hat gesagt, John Coltrane ist ein großartiger Saxophonist. Ich also völlig freudestrahlend mit der Platte nach Hause aufgeklappt, in CD-Player gelegt und ziemlich schnell wieder ausgemacht. Das, was ich da gehört habe, war so ein musikalisches Soundgeflecht. Ich habe es nicht verstanden. Es war für mich ohne Struktur. Es war kompliziertes Chaos.
Über die Jahre, je mehr ich mich mit Jazz so beschäftigt habe, hat sich meine Perspektive verändert, je mehr ich mich mit Jazz eben beschäftigt habe. Aber eine Sache ist immer gleich geblieben. Und ich vermute, das kennen Sie auch, wenn Sie einen guten Musiker kennen. John Coltrane habe ich immer sofort erkannt. Ich habe nur so ein, zwei Takte gebraucht oder ich brauche es auch heute noch und sofort weiß ich, ah, das ist er. Das ist irgendwie so, als wenn er so eine spezielle persönliche Note hätte, irgendwie so was ganz Besonderes, was ihn als Musiker richtig ausmacht und was einfach so bei uns so als Zuhörer so irgendwie so echt und so nahbar und so authentisch rüberkommt. Und wir haben so das Gefühl, dass wir das sogar verstehen, wer das ist, welche Persönlichkeit das ist. Wie kann das denn sein? Gute Jazzmusiker haben sich natürlich Zeit genommen zum Üben, okay, klar. Aber vor allen Dingen auch, um in sich selbst hineinzuhorchen und zu gucken, was ist denn da, was ist denn mein persönlicher Stil, was ist denn meine musikalische Note und wie kann ich das dann eben auch zum Ausdruck bringen? Dafür braucht es ein bisschen Zeit und das Hineinhören in sich selbst. Das mache ich als Coach doch auch. Ich muss doch auch in mich selber hineinhorchen. Ich muss meine Gedanken kennen, ich muss meine Gefühle kennen, ich muss mich damit auseinandergesetzt haben, ich muss damit gearbeitet haben, weil ich nur dann wirklich eine Coach-Persönlichkeit sein kann und dann mit meinem Gegenüber auch wirklich gut arbeiten kann. Und genau das ist die erste Perspektive. Die erste Perspektive sagt, dass Persönlichkeit und Integrität wirken. Und die erste Perspektive beschäftigt sich mit ihrer Innenwelt, mit ihrer individuellen Innenwelt. Sie explorieren also ihre Innenwelt, ihre Werte, ihre Vision auf dem Weg zur persönlichen Integrität. Und damit Sie da heute einen kleinen Schritt weiterkommen, habe ich für Sie ein Experiment vorbereitet. Es nennt sich It Could Happen to You. It Could Happen to You ist so ein Jazz-Standard. In der Musik, da kann man einfach so zur Jam-Session gehen und man kann es einfach anziehen und die meisten Leute können irgendwie mit einsteigen, weil man das halt so kennt. So. Und es heißt It Could Happen to You, weil Sie das sicherlich kennen, wenn Sie sich ein Ziel gesetzt haben und wenn Sie das wirklich so vor Augen haben und Sie es sagen können, was Ihr Ziel ist und wenn Sie es beschreiben können, wenn Sie es richtig vor Ihrem inneren Auge sehen können, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich auch eintritt und dass Sie das erreichen, ist viel höher, als wenn Sie sich das nicht vergegenwärtigen. Es könnte also tatsächlich passieren, was Sie sich im Folgenden vorstellen. Und in diesem Experiment haben Sie drei Leben frei. Sie gestalten also drei ganz unterschiedliche Leben, die Sie sich für sich selber wirklich vorstellen können. Und jetzt können Sie ruhig ein bisschen verrückt denken, vielleicht auch ein bisschen träumen oder ein bisschen, naja, das ist ein bisschen hochgegriffen. Es ist völlig egal. Einfach ein Leben, was Sie wirklich interessiert. Sei es ein Leben als Weltenbummler, ein Leben als Tiefseetaucher, ein Leben als Konzernchef, ein Leben als Entrepreneur. Ganz egal. Es kann sein, was Ihnen so in den Kopf kommt. Das, was Sie aber wirklich, was Sie sich wirklich vorstellen können, was Sie vielleicht gar nicht so laut sagen würden, aber das könnten Sie sich schon vorstellen. Und Sie überlegen sich, was das für ein Leben sein könnte. Dreimal. Und dann beginnen Sie im ersten Schritt, dieses Leben zu beschreiben. Sie fangen an zu sagen, ja, wer bin ich denn eigentlich? Was mache ich? Mit wem bin ich zusammen? Und wo bin ich eigentlich? Und das schreiben Sie sich auf. Und im zweiten Schritt schauen Sie sich an, was Sie aufgeschrieben haben. Und stellen sich die Frage, warum finde ich das eigentlich so interessant? Was finde ich daran so attraktiv? Was sind so die besonderen Qualitäten oder die Werte, die mich da so besonders ansprechen? Und auch das schreiben Sie sich auf. Das ist der zweite Schritt, und zwar für alle drei Leben. Und dann gucken Sie sich an, was Sie da aufgeschrieben haben. Und gucken, ob Sie die Dinge so, ob es da Ähnlichkeiten gibt, ob Sie das irgendwie übereinander legen können und ob Sie die Sachen vielleicht clustern können. So, dass Sie vielleicht am Ende sowas wie 7 Qualitäten haben, die Ihnen in Ihrem Leben besonders wichtig sind. Und am besten, dritter Schritt, Sie priorisieren diese auch noch. Okay, das ist das erste Experiment. It could happen to you. Und erfahrungsgemäß ist ja immer so der erste Schritt so der schwierigste. Deswegen lade ich Sie ein, dass wir den einfach mal gemeinsam gehen.
Und das gibt ihm, glaube ich, auch so ein ganz gutes Gefühl zu gucken, hey, habe ich wirklich Lust, dieses Experiment einmal von A bis Z wirklich durchzuführen und durchzuziehen. Und zwar machen wir es mal so, dass wir uns jetzt mal alle überlegen, hey, welches Leben könnte ich mir denn für mich vorstellen? Was wäre wirklich attraktiv? Mein Leben als Musikerin, mein Leben als Autorin, mein Leben als Pilot. Was könnte das sein? Nutzen Sie also die nächsten 30 Sekunden, um einmal zu überlegen, welche drei Leben gefallen mir? Mein Leben als... Okay, wer mag mal was mit uns teilen? Welches Leben können Sie sich für sich vorstellen? Vielleicht mal so ein Leben nennen. Wer traut sich, wer wagt sich mal was zu erzählen? Einfach mal die Hand heben, damit ich das sehen kann. Na? Ein so ein Leben. Wer ist mutig und mag es mal erzählen? Häufig sind es ja so Kreative. Ja, gerne. Oh, mein Leben als Journalistin. Sehr schön. Ist auch spannend, was genau Sie daran dann so interessant finden, dass Sie sagen, das kann ich mir für mich sehr, sehr gut vorstellen. Ja, schön. Danke fürs Teilen. Also machen Sie das tatsächlich einmal, wenn Sie sich für dieses Experiment entscheiden sollten. Damit Sie das ganz entspannt zu Hause für sich auch erledigen können und damit Sie so einen roten Faden haben, habe ich noch etwas Besonderes für Sie. Und zwar habe ich extra für Sie ein Workbook zusammengestellt. Und zwar habe ich alle vier Experimente, die ich Ihnen heute Abend vorstellen werde, nochmal in einem Workbook zusammengefasst. Das ist wie so eine Art roter Leitfaden und Sie können den einfach ausfüllen, entweder am Tablet, Rechner oder sich einfach ausdrucken. Und Zugang zu Ihrem Workbook erhalten Sie über christinepaulus.de/alumni-for-students. Gut. Was brauchen wir denn jetzt noch zum Jam? Wir hatten gesagt, Musiker, Instrumente. Bleiben wir mal bei den Instrumenten und bei den Musikern. Wir bräuchten vielleicht sowas wie so ein Harmonieinstrument. Ja, zum Beispiel ein Klavier. Ein Instrument, das zwar zu den Schlaginstrumenten zählt, was man aber auch sehr pianistisch spielen kann, ist das Vibraphon. Und ich erinnere mich an die Zeit, als ich in einer Band gespielt hatte und wir hatten so einen total speziellen Gig, ein ganz spezielles Konzert. Wir hatten nämlich einen Gastmusiker, der das Vibraphon spielt, David Friedman. Und wir waren alle im Vorhinein extrem aufgeregt, ich insbesondere, weil ich nämlich die Möglichkeit hatte, mit ihm gefeatured zu werden in so einem Stück. Also es heißt einfach ein Stück und in der Mitte gibt es irgendwie so einen freien Teil, wo wir uns halt so die Bälle zuspielen sollten. Die ganze Sache hat allerdings so einen Haken. Wir hatten nämlich nur eine einzige Möglichkeit, das Ganze zu proben. Und zwar am Abend vorher. Okay, ich also ziemlich aufgeregt zu dieser Probe. Wir haben uns dann irgendwie kennengelernt, haben das Ganze irgendwie auch so ein bisschen ausprobiert. Und wir haben das dann so einmal gespielt und ich habe so gemerkt, okay, das ist jetzt nicht ganz so einfach, mit so jemandem da vernünftig die Bälle zusammen zu spielen. Und ich dachte so, yes, gut, dass wir das jetzt hier nochmal Zeit haben, um das nochmal zu proben. David Friedman aber sagte, das lassen wir mal so, ne? Dann sind wir schön frisch für morgen. Okay, also im Jazz ist das so, da sind zwei Dinge klar, die Melodie und die Harmonien, die Sounds. Das war's. Nichts weiter, also gar nichts, es ist nichts weiter geplant. Also als Jazzmusikerin steht man da einer ziemlich komplexen, unvorhersehbaren Situation gegenüber. Okay, angenommen, Sie würden jetzt dieses Risiko eingehen, woher wüssten Sie denn dann, was Sie spielen sollen? Sie müssen Ihr Handwerkszeug kennen. Und als Musikerin ist das eben Tonleitern, Rhythmen und so weiter. Das haben Sie richtig, richtig gut geübt, richtig gut geübt. Und dann gehen Sie auf die Bühne und lassen das alles hinter sich. Sie vergessen es einfach. Das ist Ihr Repertoire. In das greifen Sie spontan rein und fügen die Dinge intuitiv
ohne vorher das geplant zu haben, vielleicht sogar auch unbewusst, auf neue Art und Weise zusammen. Sie improvisieren. Ja, und so habe ich das dann auch gemacht. Und wissen Sie, welche Band das war? Das war die Big Band der Universität Göttingen. Ja, also früher habe ich dann gedacht, okay, hey, komm, Musik, ne? Das ist ja noch sowas Kreatives, sowas Künstlerisches, ne? Aber Coaching, hallo? Also ich bin ja Psychologin, das ist eine Wissenschaft mit Zahlen, Daten, Fakten. Ja, das ist die eine Hälfte der Wahrheit. Natürlich habe ich so meine Konzepte, ne? Über Kognition, Emotion, Physiologie. Ich weiß, wie Stress funktioniert, wie Führung funktioniert, wie man Ziele erreicht. Aber wenn ich dann so mit meinem Klienten zusammen bin in der Coaching-Session, dann ist das mein persönliches Repertoire. Das habe ich bei mir, ja. Aber in Wirklichkeit greife ich dann rein in mein Repertoire und füge die Dinge intuitiv und spontan zusammen. Ich folge meiner Intuition und improvisiere in dem Moment. Und genau das ist die zweite Perspektive. Die zweite Perspektive beschäftigt sich damit, wie Sie als Individuum in der Außenwelt sich verhalten. Sie folgen Ihrer Intuition und improvisieren. Und damit Ihnen das ein bisschen noch besser gelingt, habe ich für Sie ein zweites Experiment mitgebracht. Und zwar, es nennt sich It Don't Mean a Thing. Und das heißt tatsächlich It Don't Mean a Thing. Es ist auch wieder so ein Jazz-Standard. Und ich habe gedacht, das ist genau die passende Überschrift für dieses Experiment, weil es ja so ist, wenn wir improvisieren wollen, müssen wir ja unser Handwerkszeug kennen. Okay. Aber häufig ist es so, wenn wir über unser Handwerkszeug kennen, also das, was unser persönliches Repertoire ist, das, was uns so, was unser Handwerkszeug ist, was unsere Stärken sind, was so uns automatisch so eben ganz leicht aus der Feder fließt, was sagen wir denn dann häufig? Wir sagen häufig so Sachen wie, ah komm, das ist doch gar nichts. Ich mache das doch immer so, das ist doch völlig normal. Das mache ich ja, das ist ja nichts Besonderes, das ist ja nichts wert. Doch, genau das ist nämlich was wert. Es ist nämlich der Witz, dass wir häufig die Dinge, die wir besonders gut kennen, können, dass wir die nicht mehr sehen, weil sie einfach für uns so automatisch sind, sie sind so leicht, wir bemerken das gar nicht mehr. Und deswegen ist so ein bisschen die Idee, ein bisschen tiefer zu gehen und zu gucken, was, klar, manche Stärken kennen wir von uns, aber was versteckt sich vielleicht noch darunter, was wir vielleicht noch gar nicht erkennen. Und ich will probieren, ob Ihnen das, dieses Experiment dabei ein bisschen hilft. Und zwar beinhaltet dieses Experiment, dass wir einmal die nächsten Tage und Wochen schauen, was sind denn meine Stärken, wo sehe ich die, was fällt Ihnen so richtig leicht, ganz automatisch. Und Sie beginnen im ersten Schritt, Ihre Stärken zu beobachten. Und im zweiten Schritt, diese tatsächlich aufzulisten. Und jetzt kommt der Clou. Sie hören erst dann auf, wenn Sie bei 66 Stärken angelangt sind. Jetzt wissen Sie wahrscheinlich, warum das Ganze so ein bisschen lange dauert, ein paar Tage, ein paar Wochen, weil es Sie auch so ein bisschen motivieren soll, wirklich sich mal die Dinge anzugucken, die eben nicht ganz so offensichtlich sind, sondern wo Sie wirklich mal ein bisschen noch genauer hingucken müssen. Und damit Sie so ein bisschen so diese Denkweise so ein bisschen in Schwung kommen, habe ich eine Frage für Sie, die Sie da vielleicht, die Ihnen so einen Zugang vielleicht ermöglicht. Und zwar ist es ja so, dass wir uns häufig irgendwie kommen wir in so eine neue Situation. Das passiert uns ja ständig. Einen neuen Raum, wo Sie keine Ahnung haben, was sich dahinter jetzt verbirgt. Sie kommen in eine neue Situation, ein neuer Raum. Und was machen Sie dann automatisch? Manche Menschen erzählen zum Beispiel, sie kommen in so einen Raum rein und dann beobachten sie erstmal so alles. Wer ist da so? Wie ist das so alles so angeordnet? Und sind erstmal so ganz beobachtend. Wieder andere Menschen fangen sofort direkt mit den Leuten an zu reden, die hier so in direkten Kontakt sind, in der Nähe sind und fangen an, so Beziehungen zu knüpfen und sind die ganze Zeit sofort schon im energetischen Austausch. Wieder andere kommen so in den Raum rein und gucken sich das erstmal so an und sagen so, also den Raum hätte man ja wirklich für was Besseres nutzen können. Ich hätte auch schon ein paar Ideen, also dies und jenes und das. Das sind alles unterschiedliche Dinge, die, das kennen Sie vielleicht bei anderen, das passiert einfach automatisch, die kann man auch nicht davon abhalten. Und jetzt geht es ein bisschen darum, dass Sie mal gucken, hey, wo ist das denn bei mir, was mache ich denn automatisch? Und genau diese Frage
lade ich Sie ein, mal einmal darüber nachzudenken. Nutzen Sie die nächsten 30 Sekunden, um einmal zu überlegen, hey, wenn ich in einen neuen Raum reinkomme, was mache ich sofort automatisch als erstes? Los geht's. Ja, was mögen Sie mit uns teilen? Was machen Sie als erstes, wenn Sie in einen neuen Raum reinkommen? Okay, hier vorne sagt jemand, ja, ich gucke, ob ich jemanden kenne. Das ist ganz automatisch, mache ich als erstes. Ja. Ja. Ich gucke, wo ich mich womöglich am wohlsten fühlen würde. Ah, also hier sagt jemand, ja, ich gucke, wo fühle ich mich vielleicht am wohlsten in diesem Raum. Ja, genau. Das ist häufig auch so etwas, ne, dass man so guckt, wo ist die Resonanz gut, wo habe ich das Gefühl, hier kann ich irgendwie sein, hier fühle ich mich wohl. Und das hat häufig auch mit den Menschen zu tun, die da sind. Aber das geht eben nicht jedem so. Okay, gut. Also wenn Sie Lust haben, dieses Experiment weiterzumachen, Sie finden das nochmal Step by Step und auch den Vordruck auch in Ihrem Workbook. Okay, was brauchen wir denn jetzt noch, um so richtig in den Groove zu kommen? Ein Schlagzeug, oder? Habe ich noch eine Geschichte für Sie, auch aus Göttingen, weil Sie kennen doch das Apex in der Innenstadt. Und dort findet einmal im Monat eine Jam-Session statt. Und so eine Jam-Session läuft halt so ab, es gibt erst eine Opener-Band, die setzt so den Ton, die spielt so 3-4 Stücke und danach ist die Bühne frei für alle, die halt Lust haben zu spielen. Und ich erinnere mich an das erste Mal, als ich Teil der Band war, die die Session eröffnet hat. Und wir machten so Soundcheck und dann kam der Schlagzeuger auf mich zu und meinte so, ja, hey, das ist jetzt so das erste Mal, dass du die Session eröffnest. Ja, deswegen, es wird eine Feuertaufe geben. Okay, ich hatte keine Ahnung, was er mir damit sagen wollte. Und ich sollte es auch noch mehr oder weniger früh genug erfahren. Es war nämlich so, wir haben dann Opener-Band gespielt, wir haben gespielt, dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm und plötzlich hat die Band aufgehört zu spielen. Und ich wusste nicht genau, was ich tun sollte. Ich hatte aber noch mein Saxophon im Anschlag und in dem Moment denke ich jetzt auch nicht großartig, sondern ich mache einfach und ich habe einfach weitergespielt. Ich bin irgendwie so im Rhythmus geblieben und habe einfach weitergespielt, bis die Band sich dann endlich entschieden hat, wieder mit einzusteigen. In dem Moment hätte mir auch das Herz stehen bleiben können. Es ist nicht. Es gab mir stattdessen eher die Möglichkeit, wirklich in mein Potenzial zu kommen und wirklich bei mir zu sein. Und das war auch eigentlich das Ansinnen sowohl von dem Schlagzeuger als auch von den anderen Musikern. Sie wollten mir den Raum geben, dass ich eben zeigen kann, was ich kann. Wie gehe ich damit um, wenn so eine unvorhersehbare Situation kommt? Wie manage ich das? Was mache ich dann? Komme ich dann wirklich mal so richtig in Fahrt? Und das war das Ansinnen. Es gibt also unter den Musikern so eine sehr wertschätzende, anerkennende, so eine leicht herausfordernde, provozierende Beziehung. Und das führt zu, also neben dem Groove der Musik selber, führt das, wie ich es nenne, zu so einem inneren gemeinsamen Groove, also so einer sehr einzigartigen, energievollen Beziehung in dem Moment unter den Musikern. Und genau das erlebe ich doch auch im Coaching. Es gibt Studien darüber, die zeigen, dass die besondere Beziehung zwischen Klient und Coach eine der Schlüsselfaktoren für erfolgreiches und wirksames Coaching ist. Und darum dreht sich die dritte Perspektive. Die dritte Perspektive beschäftigt sich damit, in welcher Beziehung Sie zu anderen stehen. In so einem sehr wertschätzenden Verhältnis, in so einem gemeinsamen Resonanz und Groove. Und damit Sie da so ein Stückchen weiterkommen, habe ich für Sie ein weiteres Experiment vorbereitet. Das dritte Experiment heißt Take the A-Train und
In einem Zug sind wir meistens nicht allein und darum geht's. In diesem Experiment gucken Sie, was bedeutet für mich ideale professionelle Zusammenarbeit und was bedeutet ideale Unternehmenskultur. Im ersten Schritt überlegen Sie sich, okay, wie ist es denn, wenn ich mit Leuten professionell gut zusammenarbeite? Wie ist die Beziehung dann? Wie ist die geprägt? Wie soll es zu ihren Vorgesetzten sein? Wie soll es zu ihren Kunden sein? Wie soll es zu ihren Teammitgliedern sein? Dass Sie sich das einmal vorstellen, was ist mir in so einer Beziehung wichtig? Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass Sie sich überlegen, wie bettet sich das alles in eine Unternehmenskultur ein? Also sprich, wie agieren Sie miteinander in der Unternehmenskultur? Wie kommunizieren Sie miteinander? Was ist Ihnen allen zusammen wichtig? Das kann zum Beispiel sein, dass Sie sagen, ja, mir ist eine klare Aufgabenteilung wichtig. Oder Sie sagen, mir ist es wichtig, dass wir auf Augenhöhe kommunizieren. Oder Sie sagen, gegenseitige Wertschätzung ist mir wichtig. Aber was ist Ihnen wichtig? Und das schreiben Sie auf. Und jetzt kommt das Tüpfelchen auf dem I. Denn jetzt haben Sie einmal Ihr ideales Verständnis von Zusammenarbeit aufgeschrieben und Sie haben Ihr ideales Verständnis von Unternehmenskultur. Und jetzt ist die Frage, ob Sie es schaffen, diese beiden Sachen unter einen Hut zu bringen. Und zwar in ein sprachliches Bild zu bekommen. Ob Sie es schaffen, eine Metapher dafür zu finden. Es ist ja so, dass wir häufig wissen, wie es nicht sein soll. Also zum Beispiel nicht wie im Kindergarten oder nicht wie im Affenhaus. Das löst bei uns irgendwie so Konzepte aus, ob die jetzt stimmen oder nicht. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wir wissen, okay, so wollen wir es auf jeden Fall nicht haben. Aber die Frage ist, wie wollen Sie es denn haben? Also meine Metapher lernen Sie ja gerade kennen. Für mich ist die Zukunft der Arbeit wie auf einer Jazz-Session. Aber vielleicht ist es für Sie noch was anderes. Zum Beispiel wie im Sport oder wie ein Phänomen aus der Natur oder wie auf dem Schachbrett. Und das gilt es an dieser Stelle einmal herauszufinden. Und auch hier lassen Sie uns den ersten Schritt einmal zusammen machen und überlegen Sie mal ideale Zusammenarbeit. Das ist ja so der erste Schritt. Wie sieht das für mich aus? Denken Sie doch mal an so eine Situation, Sie haben viel mit Teamarbeit zu tun. Was ist Ihnen da besonders wichtig? Sie können es auch mal umdrehen und sagen, hey, was hat mich letztens so richtig auf die Palme gebracht? Das ist meistens der Indikator, dass Ihnen das Gegenteil besonders gut gefällt. Also versuchen Sie mal zu überlegen, was bedeutet ideale Zusammenarbeit für mich? Nutzen Sie die nächsten 30 Sekunden, um einmal darüber nachzudenken. Los geht's! Okay, ideale Zusammenarbeit, das fällt Ihnen vielleicht ein bisschen leichter als die anderen Fragen. Ich gucke mal, was mögen Sie mit uns teilen? Was ist für Sie in so einer Zusammenarbeit ganz besonders wichtig? Ja. Ja, mir ist es sehr wichtig, dass alle an einem Strang ziehen und sich nicht irgendwer vor Arbeit drückt und versteckt. Und ja, metaphorisch wäre da jetzt wirklich so das Tauziehen ja ein ganz gutes Bild dafür. Mhm. Also, dass man sich aufeinander verlassen kann und dass jeder wirklich an einem Strang zieht. Und die Metapher wäre eben gemeinsam einem Tau ziehen. Da sind Sie also schon ganz weit gegangen. Sehr gut. Ja. Okay. Auch das, falls Sie sich für dieses Experiment entscheiden, wenn Sie das einmal von A bis Z machen wollen und auch so ein bisschen Inspiration für die Metapher, finden Sie auch in Ihrem Workbook. Okay, jetzt fehlt noch ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Das vierte Instrument, nämlich der Bass. Vor einigen Jahren kam nach Göttingen ein sehr, sehr guter Bassist, nämlich Dave Holland. Und er hat hier so seinen Gig, also sein Konzert gespielt und war nach dem Konzert irgendwie erstaunlich schnell weg. Ich habe dann im Nachhinein erfahren, er wäre wohl einfach müde gewesen und sei zeitig ins Bett gegangen.
Wie dem auch sei, seine Mitmusiker hatten auf jeden Fall noch richtig Lust zum Jammen und haben einen anderen Bassisten dafür begeistern können und haben einfach eine Jam-Session gestartet. Es war vielleicht ein bisschen extremst mutig und vielleicht auch ein bisschen verrückt, aber ich hatte zu große Neugier zu sehen, was passieren würde und entschied mich mit einzusteigen. Und es zeigt halt ganz gut, wie sowas abläuft, deswegen erzähle ich Ihnen das. Ich bin also auf die Bühne gegangen, so, habe mit den Musikern geredet und wir haben uns auf ein Stück geeinigt, was wir eben halt alle gut konnten, was wir dann halt eben gut spielen konnten. Und dadurch war so ein Prozess festgelegt, ja, weil so ein Stück so einen ganz bewährten Ablauf folgt. Also es gibt erst einmal so die Melodie, dann gibt es ein paar Solo-Teile so und am Ende gibt es wieder die Melodie. Und innerhalb dieses Prozesses kann jeder spielen, was er will, was ihm halt einfällt und von dem er halt glaubt, dass es halt gut in den Gesamtkontext passt. Es gibt also so beides. Auf der einen Seite gibt es so eine ganz klare Struktur und auf der anderen Seite gibt es Freiraum, damit umzugehen. Und schwingt so die ganze Zeit hin und her zwischen so einer Stabilität und Veränderung. Und dieses Schwingen von diesen Polaritäten und dieses Hin und Her sorgt für so ein sehr großes Spannungsfeld und so eine Energie in diesem ganzen Setting. Und genau damit sind wir dann halt auch umgegangen, mit diesem Prozess und diesen Polaritäten. Das war übrigens beim Jazzfestival im Deutschen Theater. Okay, also Sie sehen, so sieht das ungefähr aus, wenn Sie auf eine Jazz-Session gehen. Wie ist es aber, wenn Sie jetzt in eine Coaching-Session kommen und Sie sehen mich, wie ich da mit einem Klienten arbeite? Sie werden irgendwie zwei Menschen sehen, die sich so unterhalten. Aber so eine richtige Struktur gibt es doch da nicht, oder? Also natürlich gibt es kein Skript. Ja? Aber es ist schon so, dass es einen bewährten Prozess gibt, wie so eine Session abläuft. Also wir fangen an mit einem kurzen Check-in, dann Reflexion der Ergebnisse und so weiter und so weiter. Und je vertrauter ich als Coach mit diesem Prozess bin, desto eher kann ich improvisieren. Und auch in diesem Setting gibt es so diese Polaritäten zwischen Struktur und Freiraum und die weiteren Polaritäten. Und das sorgt eben auch hier für so ein sehr spannungsgeladenes und energiereiches Setting. Und genau darum geht es in der vierten Perspektive. Die vierte Perspektive beschäftigt sich damit, wie Sie Ihr gesamtes Setting designen. Also dazu gehört zum einen die Polaritäten und auch die Prozesse innerhalb Ihres professionellen und persönlichen Lebens. Und damit Sie da heute ein Stück weiterkommen, habe ich das vierte Experiment für Sie vorbereitet. Es trägt den Namen I Got Rhythm. I Got Rhythm ist so ein sehr spannender Song so im Jazz, weil er so eine spezielle Harmoniestruktur hat, die für weitere Jazzstücke später in der weiteren Entwicklung als Grundlage dienten. Und genau das machen wir uns hier auch zunutze. Wir gucken uns nämlich eine Grundlage an, und zwar von einem ihrer persönlichen Rhythmen. Bevor wir das machen, will ich aber noch was voraussagen, was auch für die anderen drei Experimente gilt und für dieses insbesondere. Sie können nicht alles planen. Erst recht nicht, wenn Sie jetzt noch nicht wissen, was in 3, 4, 5 Jahren ist und wo Sie dann stehen werden. Aber wenn Sie nicht irgendwann da stehen wollen und sagen wollen, oh Gott, so habe ich mir das jetzt aber nicht vorgestellt, dann empfehle ich Ihnen wirklich, sich schon in diesem Jahr oder in diesem Monat, in dieser Woche, an diesem Tag damit zu beschäftigen, wie es für Sie idealerweise wäre. Und genau das machen wir jetzt hier einmal mit Ihrem persönlichen Rhythmus, der immer, immer wieder auftaucht. Was könnte das sein? Wir gestalten den zeitlichen Ablauf Ihrer idealen Woche. Und im ersten Schritt überlegen Sie sich, welche Polaritäten sind mir denn in meinem Leben, in meiner Woche besonders wichtig? Was möchte ich immer beides irgendwie berücksichtigt haben? Also das kann zum Beispiel sein, dass Sie sagen, das liegt vielleicht noch ein bisschen auf der Hand, ich möchte Zeit für Berufliches haben, ich möchte aber auch Zeit für Privates haben. Oder Sie sagen, ich möchte Zeit haben für Ruhe und für Reflexion, aber auch für Sport und Aktivität. Oder Sie sagen, mir ist es wichtig, Dinge alleine zu machen, aber auch als Dinge in der Gruppe. Und dass Sie sich das einmal aufschreiben, was Ihnen da wichtig ist und was Sie gerne berücksichtigen möchten. Und im zweiten Schritt
bauen Sie darauf Ihre ideale Woche auf. Und zwar echt wie so ein Stundenplan. Und am besten nehmen Sie jetzt nicht eine Urlaubswoche, weil da müssen Sie ja nicht arbeiten, sondern nehmen wirklich mal eine zukünftige zwar. Und natürlich ist es nicht ganz klar, wie das aussieht, aber überlegen Sie sich mal, wenn Sie es sich wünschen könnten, wie würde das dann aussehen? Arbeiten Sie 9 to 5? Ja, nein. Wie viele Team-Meetings haben Sie? Wann haben Sie die? Wann treffen Sie Ihre Freundin? Wann treffen Sie Ihren Freund? Wann machen Sie Sport? Wie oft machen Sie Sport? Wann treffen Sie Ihre Freunde? Wann machen Sie andere Hobbys, die Ihnen wichtig sind? Und beachten Sie dabei immer, dass Sie die Polaritäten, die Sie sich vorher notiert haben, auch wirklich berücksichtigen. Und das schreiben Sie sich als wie so eine Art Wochenübersicht tatsächlich auf. Und der dritte Schritt ist jetzt für all diejenigen von Ihnen, die so einen digitalen Kalender nutzen. Legen Sie einfach in Ihrem digitalen Kalender 9 digitalen an und übertragen Ihre ideale Woche in diesen digitalen Kalender. Dann können Sie nämlich immer, haben Sie hier so Ihre normale Woche und hier Ihre ideale Woche, und dann können Sie das immer an- und ausmachen und können immer sehen, wie nah sind Sie denn an Ihrer idealen Woche tatsächlich schon dran. Und Sie haben auch die Möglichkeit, dann eben entsprechend so Termine, die so von außen reinkommen, entsprechend auch schon zu planen und umzusetzen und so eben zu terminieren. Und damit Sie einen guten Geschmack dafür bekommen, ob Sie Lust haben, dieses Experiment von vorne nach hinten wirklich einmal durchzuziehen, machen wir die erste halbe Minute abschließend zusammen. Und zwar geht es hier einmal um die Polaritäten. Also welche Polaritäten sind Ihnen so wichtig, wo Sie Angst haben, dass nicht das eine oder das andere verloren geht? Nutzen Sie also mal die nächsten 30 Sekunden, um zu überlegen, diese Polaritäten berücksichtige ich in meiner idealen Woche. Los geht's. Okay, welche Polaritäten wollen Sie, was mögen Sie mal teilen? So, vielleicht so eine Polarität, die Ihnen so besonders wichtig ist. Einmal die Hand heben, dass ich das sehe, was Ihnen da besonders wichtig ist und was Sie gerne berücksichtigt haben möchten. Ja? Oh ja, das ist, glaube ich, etwas, was sich viele wünschen. Die Polarität zwischen Anspannung und Entspannung. Genau. Und genau so auf diese Art und Weise sind jetzt die, können Sie sich diese Polaritäten überlegen. Okay. Auch das finden Sie in Ihrem Workbook zum Nachmachen. Okay. Damit kennen Sie jetzt die 4 unterschiedlichen Perspektiven. Also explorieren Sie Ihre Innenwelt, Ihre Werte, Ihre Vision auf dem Weg zur persönlichen Integrität. Und nutzen Sie Ihr Handwerkszeug, folgen Sie Ihrer Intuition und improvisieren Sie. Und gestalten Sie Ihre Beziehungen, Ihre Kultur und kommen Sie so in den gemeinsamen inneren Groove. Und gestalten Sie die Polaritäten und Prozesse innerhalb Ihres persönlichen und professionellen Lebens. Suchen Sie sich eins der 4 Experimente aus und machen Sie es einfach. Ihr Workbook erhalten Sie unter christinepaulus.de/alumni-for-students. Und ich wünsche Ihnen viel, 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 viel Vergnügen dabei und viel Erfolg. Und freue mich jetzt anschließend auf Ihre Fragen und Anmerkungen. Und bis hierhin, Dankeschön. Thank you.